Maximilian Unterreiner von der SPÖ ist am Wort. Österreich 2.0. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, in vielen Punkten kann ich den Vorstellungen meines Kollegen Alm nachvollziehen. Aber lassen Sie mich ein bisschen weiter ausholen. Als Tourismussprecher orientiere ich mich natürlich an dieser Branche und an ihren Interessen. Und hier gibt es einige interessante Punkte. Zum einen, Tourismus findet seit Jahren immer mehr im Internet statt. 59% der Buchungen finden im Internet statt. Ganze 80% der Gäste informieren sich vorher im Internet. Das bedeutet, dass ein Internetauftritt und eine schnelle Internetverbindung das A und O des Geschäftes zurzeit sind. Tourismus findet dort statt, wo sonst keine Wertschöpfung möglich ist. Auf einem Berg in der Peripherie, wo es neben der Forst- und Landwirtschaft vielleicht nur Berghütte gibt. Und diese Betriebe haben auch eine zentrale Funktion. Sie halten nicht nur den Ort, sondern oftmals das ganze Tal zusammen. Aber wie gesagt, auch diese Betriebe brauchen heute das Internet und es ist unabdingbar, solche Anschlüsse zu besitzen. Und wenn ich nun diese Themen mit Ihren Forderungen verknüpfe, dann möchte ich Sie auf zwei Dinge verweisen. Einerseits den bereits stattfindenden Breitbandausbau und weiters auf die Digital Roadmap der Regierung. Und nein, Kollege Alm, es handelt sich hier nicht um ein Stückwerk, es ist im Gegenteil ein ganzheitliches Programm. Die Bundesregierung erstellt aufgrund einer Online-Diskussion auf www.digitalroadmap.gv.at ein umfassendes und ganzheitliches Programm. Und hier wurden neben der Beteiligung aller Ressorts, der Bundesländer, des Städte- und Gemeindebundes und der Sozialpartner und mit seiner öffentlichen Online-Konsultation mehrere tausend Kommentare von Bürgerinnen und Bürgern eingebracht. Das ist ein holistischer und zukunftsweisender Ansatz. Und derzeit wird die finale Version ausformuliert. Und Ziel ist es, noch in diesem Jahr die Digital Roadmap zu präsentieren, als auch einen Regierungsbeschluss herbeizuführen. Sie sehen, Ihr Antrag ist, wenn auch gut gemeint, leider obsolet. Die Regierung hat die notwendigen Schritte eingeleitet. Und vielleicht das nächste Mal etwas besser recherchieren. Dankeschön. Argumentiert Maximilian Unterreiner von der SPÖ.